So, herzliches Willkommen zurück. Ein ganz schön langer Ladescreen hier. Fast 4 Minuten oder über 4 Minuten eigentlich. Ja, weiter geht's hier mit Horizon Zero Dawn. Aloy darf mal wieder durch die Gegend rennen. Und wir sollten mit irgendeinem von euch noch reden, oder? Das ist die erste gute Nachricht, seit ich ausgestoßen wurde. Hinten rennt noch jemand rum. Wir ziehen ein. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Banditen mal was nützen würden. So, okay. Mit dir haben wir geredet das letzte Mal. Ich sollte jetzt gehen. Danke, erinnere dass mich. Du das ermöglicht hast. So, lass uns mal hier rüber begeben. Ach, der Nora. Wo ist denn... Wir müssen, glaube ich, wieder raus, so wie das hier aussieht. Erstmal wieder reinfinden. Was haben wir das letzte Mal noch alles gemacht? Ja, das passt soweit. Mit Neil reden, okay, würde ich gerne machen. Bist du wieder zurückgelaufen? Weil wir haben das doch alles extra schon eingenommen. Kollege. Fühlt sich gut an, was? Halte es noch einen Atemzug lang fest. Dann lass es raus. Ach, hab deinen Partner nicht gefunden. Er ist tot. Überrascht mich nicht. Er wurde schon übermütig, als wir das letzte Banditenlager niedermähten. Ich dachte, er und ich wären uns einig. Genieße das Töten nur so sehr wie die Herausforderung. Kein großer Verlust. Ich werde mit allem in der Wildnis fertig. Nur ich und die Stimme der Wut hier. Dein Bogen hat einen Namen? Deiner nicht. Du bist nicht nur ein Reisender. Die Rüstung ist maßgefertigt. Und wie du den Bogen hältst. Ich sagte, ein besorgter Reisender. Ich war Soldat. Aber ich war länger Soldat, als der Krieg dauerte, wenn du verstehst. Wo immer ein Pfeil zwischen Rüstung und Haut dringt. Da ist mein Platz. Also schaffe ich mir Gelegenheiten. Dann fühle ich mich zu Hause. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Maschinen zu jagen? Na, da fehlt dieser Ausdruck in den Augen. Haben Banditen dir ein Leid angetan? Uns allen. Sie leben ein mieses Leben, also können sie auch so sterben. Du jagst sie also, um anderen zu helfen? Nein, nein. Zum Spaß. Ich kann nicht mehr auf Kriege warten. Das Leben ist zu kurz und der Rausch des Todes zu stark. Töte ein Stammesmitglied und es gibt Vergeltung. Jage einen Eber und sie meckern über Fleischvergeudung. Aber Banditen? Die sind böse. Sie schlagen stets zurück. Und niemanden juckt's, wenn man sie tötet. Ich weiß nicht, wer schlechter ist. Du oder sie? Wir stehen noch. Sie nicht. Wir waren eindeutig besser. Wir sind hier fertig. Hier? Leider ja. Aber wir leben in einer Welt der Ruinen. Die locken Banditen an, die Wunden eine Infektion. Du lässt es nicht zur Infektion kommen, oder? Wir sehen uns sicher wieder. Vielleicht, wenn's unumgänglich ist. Falls wir uns verpassen, sehen wir es an unserem Werk. Okay, ja, du bist auch nicht so ganz koscher, Kollege, ne? Gefäß Uflein, huh? Hey, er hat das Gefäß gefunden. Sehr schön. Ah ja, ich wollte sie ja... Keine Ahnung. Einigermaßen nett und vergebend spielen.
Ein gesprungenes altes, gesprungenes abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war, zeigt eine seltsame fliegende Maschine. Stets von alten Gefäßen. Ach, Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. So. Langhals haben wir abgeschlossen. Die Jagdgebiete, die können wir vielleicht auf dem Rückweg dann machen. Was sind wir mittlerweile für eine Stufe? Und Fertigkeiten wollte ich noch ein bisschen leveln oder aufsparen. So, zwei Energiezellen haben wir. Ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt. Rot habe ich, Linse. Hm. Naja. Machen wir später mal nach. Ja, in dem Sinne gehen wir komplett voll. Da haben wir noch einen Fuchs. Level 11 haben wir. Schön. Na gut, habt ihr noch hier irgendwas großartig zu erzählen? Wahrscheinlich eher nicht so, oder? Kaya-Schützenbogen, habe ich den nicht schon? Leeren leicht habe ich. Gibt es eine Stelle leeren Mittel? Ja, und können wir uns sogar leisten. Ja, komm, dann. Ja, damit. Mal gucken, was wir an Mods noch reinpacken. Es lohnt sich ja nicht wirklich, die nochmal zu verkaufen. Oh ja, dankeschön dafür. Speichern wir mal kurz. Ich glaube, dann gehen wir schon mal direkt weiter, oder? Und wupp. Die Tränke unten gehen für Notfälle. Ja, nächster Questmarker. Mit Marina. Ich glaube, ja gut, Stufe 12 brauchen wir. Das ist ein ganz schönes Stück. Ja, und Schnellreisen ist halt auch nicht so wirklich. Hm.
Na guck mal, Metallscheiben können wir nicht genug haben. Da truthahn schon wieder jemand rum. Da ist er. Hier habe ich den Scharfschützenbogen, oder? Nee. Ich habe das Gefühl, du hast nicht mehr so wirklich viel Ausdauer. Nummer 1. Nummer 2. Oh, du hast sogar nicht was Praktisches oder was Nützliches da. Ein paar Truthahnknochen. So, ich hätte gerne wieder ein Reittier. Ich glaube, meins ist so auf wundersame Weise verschwunden, habe ich den Eindruck. Das können wir ein wenig knicken. Oder? Hallo Benjamin, herzlich willkommen. Können wir auf einem Schwein durch die Gegend reiten? Auf so einen Truthahn. Ich glaube, bevor wir da nochmal da oben hätten, wir könnten uns vielleicht noch was Neues holen. Nützlich für eine alte Rezeptur. Okay. Das war einfach nur Holz. Ich glaube, der Drudan hat die hier alle erledigt. Hier ist gut. Hm? Können wir dich anlocken? So, irgendwie? Nee. Haben wir denn hier noch Schönes? Ihr seid relativ dicht beieinander, ne? Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. Fast zum One-Hit gereicht? Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Dann kommt noch einer. Hat er jemand seinen Freund gerufen? So, dann will ich mal kurz in Deckung, bitte. Er darf sich mal beruhigen. Wenn es gut läuft, kommt er sogar her. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Ja.
Da du jetzt hier alleine bist. Komm doch mal her. Hey, neues Reittier. Also ein neues, altes Reittier. Dann starten wir dich gleich mal. Nahkampfschutz. Klingt ja gar nicht mal schlecht. So, hier ist noch... Sonst ist erstmal Ruhe, mir scheint. Naja. Dann komm mal hier, mein Kleiner. Im Regen sieht alles gleich viel bedrohlicher aus. Na, das passt schon. So, die Spuren brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich würde gern aufsteigen. Wieso? Ich muss mir echt die Steuerung jedes Mal wieder anschauen. Das ist alles nicht so ganz intuitiv, muss ich zugeben. Tastenbelegungen, Menü. E, alles, genau. Interagieren. Fokus, Medizin, Werkzeug. Oder müssen wir die erstmal anrufen jetzt hier? Wieso kann ich auf den nicht reiten? Bevor ich es hier noch ewig rumprobiere. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Was ist hier noch? Die Graserlinse, okay. Hallo Wolinchen, willkommen. So, Schweinchen. Bist du gerade tatsächlich langsamer, weil du überladen bist? Achso, das sind natürlich keine, okay. Ich dachte, die Wächter wären diese Reittiere. Hier, die da. Ich glaube, ich habe mir so einen geholt. Wie es aussieht. Kann ich Gepäck aufrüsten? Tatsächlich. Cool. Dann etwas mehr Fallenbeutel. Und du bist ja jetzt, okay, Stufe 3 ist dann wohl Maximum. Alles klar.
Das ist ja dann gut zu wissen. Elf und ein paar gequetschte. So, ein paar Plünderer, Wächter. Ah, können vielleicht noch ein paar Pfeile herstellen. Wenn ich mir das mal so anschaue. Ja, wir schleichen uns halt hier durch. Bist du eigentlich? Auch ein Plünderer, okay. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Oh. Brüllrücken. Level 18 oder wie? Hm. Ich glaube, sehr weg zu worden. Ja, sind wir. Sogar schon Schaden gekriegt. Ja, da hatte ich gerade ein bisschen mehr Dings gerechnet. Ein bisschen mehr, Verlangsamung. Oh, ich lasse mich, glaube ich, mal gerade weg. Da habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen zu früh losgelassen. So, gönne ich mir noch ein bisschen Zeug. Ja, mal gucken, wie weit das dann geht. Aua. Naja, das ist hier nicht so sinnvoll. Ich muss mal den Bogen wechseln, der ist mir gerade ein bisschen zu langsam. Okay, das trifft sogar. Cool. Der macht halt echt bedeutend weniger Schaden. Wahrscheinlich wird das auch ein bisschen die Entfernung hier mitgemacht haben. Oder ausgemacht.
So. Ist hier damit? Also in hektischen Situationen ist es sicher angenehm, wenn der Bogen etwas schneller ist. Ist ein Anfang. Gute Nacht. So, dann holen wir uns nochmal neue Pfeilchen. Die hat mich gerade nochmal geheilt. Da ist kein Dings mehr, sehe ich gerade. Das ist nicht so schön. Da ist ja kein Gras mehr. So, guck mal, dein Freund ist tot. Guck dir das doch vielleicht mal in Ruhe an. Hm? Was hältst du davon? So, vielen Dank dafür. So wirklich viel Metallschirm hat das jetzt ja nicht gebracht, aber hey, es gibt XP. Wir sind unserem Ziel auch ein bisschen näher gekommen. Wir haben wieder einen Truthahn. Unser Erzfeind, der Truthahn, ist wieder da. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Und eine Menge Frame Drops. Am besten schieße ich wieder mit den guten Pfeilen. Ganz schön hart. Aber das kenne ich ja. Mädel, das kann man auch falsch verstehen. So, Fuchs die Fuchs, Fuchs. Können wir auch nahkämpfen? Können wir sogar. Cool. Sehr schön. Oh. In Sägezahn sogar. Oha. Ich gar nicht so schlecht, dass ich mich hier nochmal zurückgezogen habe. Hatte ich hier nicht einen Mod drin? So, mehr Schaden.
Abriss, Handhabung, das ist ungewöhnlich. Ja. Ich dachte, ich hätte das letzte Mal eine Mod reingepackt. Na gut, was haben wir da? Da haben wir schon... Ach, da habe ich, glaube ich, mehr Schaden reingepackt. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Handhabung. Das Level sogar Level 15. Das könnte ein bisschen hart werden. Wird da gerade jemand aufmerksam? Das wäre dann nicht so praktisch. So, Madame. Autsch. Dann ziehen wir uns halt mal zurück. Hat Level 15. Ganz ruhig. So, da geht meine ganze schöne Heilung hin. Da kommen sie. Kommen sie mal hier. Hey, hey. Ihr wart nicht gemeint. So war das nicht geplant. Geht da bitte in Deckung. Du hast irgendwie kein so gutes Bewegungsmuster gerade. Du schon. Oh. Ich sehe gerade, meine Lebensenergie sieht nicht so gut aus. Wieso sind auf einmal hier so viele Gegner? Ah, es ist Nacht. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich ist das der Grund. Da kommen sie. Ja, ja. So, gerade mal ein bisschen erholen, bitte. Theoretisch würde ich eigentlich nur ganz gerne mal den Sägezahn zerlegen. Und dann geht's weiter.
Ja, ich fürchte, das wird erstmal nichts. Gehst du wieder? Ich habe noch andere Munition. Wir können auch wieder welche herstellen. Wir sollten vor allem auch wieder welche herstellen. So, jetzt geht's langsam. Es wird, es wird. Mitnehmen sollen. Ja. Oder ein Mod für unbegrenztes Inventar. Ich werde tun, was ich tun muss. Okay. Guck mal, da ist Feuer. Okay. Oh. Ich hatte gehofft, das legt dich ein wenig länger. Platz. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Wohl doch, habe ich. Kann aber so schnell nicht wechseln. Ja, die Viecher sind doch nerviger, als mir lieb ist. Es läuft mit denen noch nicht so wirklich rund, aber es ist einfach zu viel auch immer außenrum. Alleine gehen sie mit dem ganzen Kleinvieh nebenher nicht. Hey, schön, ich habe absolut kein... Könntest du vielleicht zwischendurch mal speichern? Das hat doch sonst geklappt. Ich bin echt wieder da, wo ich am Anfang vom Stream angefangen habe. Oh Gott, ey. Spiele ohne Autosave und Quicksave. Oh, Mann. Der hat doch sonst zwischendurch mal gespeichert, oder zumindest an dem Gebiet. Ja gut, dann lassen wir den ganzen Scheiß jetzt sein. Ich renne jetzt einfach schnurstracks rüber. Wo ist denn so Reitviecher? Da wohl. Schade um die schönen XP. Ja, der hatte vorhin bei dem, also das letzte Mal, als ich hier bei dem Dings gesessen habe... Bei dem, als ich bei dem Säbelzahn draufgegangen bin, da war, hat er direkt vorher gespeichert, vor dem Gebiet. Sie ist keine Ausgestoßene mehr. Deswegen dachte ich, ich kann jetzt auch einfach den Kampf nur nochmal neu machen. Dann halt nicht. Hier ist so ein Reitviech. Bist du alleine? Na, nicht ganz. Läufer sind das, okay. Irgendwas läuft hier auch gerade durchs Wasser. So, dann kann ich auch das Nachrüsten nochmal alles machen.
Wenigstens Outfit habe ich. So. Ich würde eigentlich gerne... So. Was hat man hier dran? Handhabung? Und da halt Schaden. Du hast es nicht abgespeichert, oder? Doch, aber zeigt es unten nicht an. Jetzt, okay. Ja. Ja, ich dachte, dass der zumindest mal vor größeren Gegnern speichert. Automatisch. Zumindest hat er das beim letzten Mal. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. So, grast du mal schön weiter. Zumindest haben wir jetzt relativ schnell einen neuen Gefährten. Und diesmal auch den richtigen. Ich habe halt irgendwie jetzt 2000 XP verloren, aber mein Gott. Geh bitte, danke. Kann auch sein, dass da irgendwas war oder dass der halt wahrscheinlich war das Gebiet nötig, kein Platz mehr. Um halt weiterzukommen. So, jetzt geht das auch. Alles klar, go. Da müssen wir so tatsächlich absteigen. Alle! Das auch. So, noch schnell unterwegs looten. Ich bin gerade irgendwas drüber geritten. So ein Truthahn eventuell. Ja, tatsächlich. Ach ja, die Performance. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ich habe tatsächlich mal festgestellt, dass ich heute vor, also ziemlich genau heute oder gestern vor 4 Jahren meine Grafikkarte bestellt hatte. Deswegen, es wird dringend Zeit für eine neue. Ich bin nass bis auf die Knochen. So, ich reite die ganze Zeit irgendwas tot. Ich trug den nicht jetzt schon auf dem Gewissen ab. Okay, das Viech ist platt. Ah, hier haben wir jetzt den... Dingsfitter, ne? So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir dich am besten festsetzen. Hallo Hase. Blödes Viech.
kann diese Maschine nicht überbrücken. Wenn ich doch mehr darüber erfahren könnte. Geh nochmal, danke. Hey! Hey! Das war mein Reitviech. Bringen wir es hinter uns. Kann sein, dass du keinen Bock hast? Na dann, schießen wir dich halt weg. Wenn er nicht angreift, geht das natürlich ganz einfach. So, sehr schön. Das gute Zeug ist aber da hinten irgendwo gelandet, ne? Habe ich zumindest so den Eindruck. Noch ein Hase. Oh, das ist jetzt kaputt gegangen, dadurch, dass wir das halt angegangen sind. So, Hallöchen. Teufelsleid. Ein bedrohlicher Anblick, was? Fragst du dich nicht manchmal, wie es ausgesehen hat, als die Alten hier noch lebten? Du bist nicht wie andere, Nora. Ich hörte davon. Kriegsherrin. Unsere Späher haben Lager in den Ruinen gefunden, die den Eingang zum Metallring sichern. Gut, fangen wir mit diesen Lagern an. So schlagen Sie keinen Alarm. In Ordnung. Zerstören wir die Lager. Dann können wir unsere Feinde im Metallring überraschen. Ich schalte den Alarm aus. Wir senden zu jedem Lager Krieger aus, als Bereitschaft. Was du anfängst, beenden sie. Okay. Was ist denn das da unten? Das ist auch relativ weit weg. Krieger, es ist Zeit. Zeit zu kämpfen. Zeit zu töten. Vielleicht Zeit zu sterben. Wir sammeln uns dort am Fuß des höchsten Turmes. Dann geht es zum Metallring. Für unsere Rache. Heute brechen wir ein Tabu, um unsere Toten zu ehren und unsere Feinde zu strafen. Blut vergießen für vergossenes Blut. Möge die Urmutter unseren Verstoß vergeben. Und falls nicht, möge sie ihren Zorn allein auf mich richten. Auf in den Kampf.
Dann macht mal. Kann man einfach rüberschaffen, ne? Okay, 1, 2, 3. Okay, ich glaube, wir könnten auch in der Reihenfolge da direkt rangehen. Schauen wir mal. Ah. Ja, genau. Mache ich, danke. Jetzt sind ja Speicherpunkte da. Das sieht nach einem Panzer aus. Verdorbener Wächter. Okay. Dankeschön. Wo läufst du denn eigentlich rüber? Oh, das müsste gehen. Okay, ich bin auch das. Ah, okay, die vielleicht nicht im Nahkampf ausschalten. Ist das eine Leiche? Ach was? Das glaubst du. Da ist wohl jemand aufgewacht. Vor allem lassen sie sich one-hitten. Ich glaube, ich muss doch die besseren Pfeile rausholen. Nicht getroffen. Überraschungsmoment nutzen. Ja, das darf jetzt so nix. Du kannst dich vor unserem Zaun nicht sehen. Dann nehmen wir doch die guten Pfeile hier. Einen kommen! Gute Nacht. Unterwegs. Habt ihr das Lager jetzt? Nö, oder? Niemand darf dem Schatten entkommen. Da! Dann schießt ihr mal gerade nonchalant den Rücken rein. Was haben wir da? Ah, Explosivfässer? Blöd, dass du dich jetzt wegduckst, wo ich auf dich schießen will. Vor mir gibt es kein Entkommen. Das war eigentlich getroffen, liebes Spiel. Immer auf das Ziel konzentrieren. Die Uhr muss jetzt nicht helfen. So, das Lager ist immer noch nicht platt. Mal gucken, vielleicht klappt es bei Anna etwas besser mit dem Schleichen.
Muss ich ein bisschen mehr auskundschaften. Ah, ganz mehr wegsprengen können. Kommst du da hoch? Nö. Für die Urmutter. So. Für die getan haben. Gut gemacht. Danke fürs Helfen. Dann plündern wir alles weg und holen uns dann die nächsten. Wie viel sind jetzt dabei draufgegangen? Sollte, glaube ich, noch mehr von den Gesundheitstrinken nutzen. So, Leben, Leben, Leben. Noch irgendwas Interessantes hier? Ich glaube nicht. Euch geht's hoffentlich gut soweit. Dann mal auf ein neues. Oh, wir brauchen Pfeile. Pfeile wären vielleicht auch noch eine Idee, ne? So. Bei Teufelsleid, ich weiß nicht, ob die der Schwierigkeit nachgeordnet sind. So, mal gucken, ob ich mir den da schnappen kann. Na, dann kommst du her. Dann vielleicht jetzt erstmal auf Heiltränke gehen. Da haben wir eh viel zu viele. Nee, Güte, gehst du hier einen Umweg. Aber gut, ich glaube, dann schnappen wir dich einfach mal. Wenn du jetzt hier vorbei möchtest.